Ich habe eine Kerze angezündet. Warum? Sie soll ein Zeichen sein für die Freude, die man mit dem Ruhetag hat, haben kann, und zwar dem Tag, den wir aus der Bibel als Sabbat kennen. Willkommen zu Shabbat Shalom, unserer kurzen Gedenkzeit zum Sabbatanfang. Wissen Sie was? Ich bin heute ziemlich geschafft. Klar, es ist Freitag, die Woche ist vorbei. Es gab allerlei Stress zu bewältigen, die vielen Entscheidungen, E-Mails, Telefonate, die Familie, die auch Zeit braucht, Stau auf der Autobahn. Es reicht, oder? Endlich mal alles fallen lassen, Ende, Pause, Ruhe. Wobei solche Pause ja immer nur ein Atemholen ist. Wir brauchen immer wieder neuen Schwung für die nächste Woche. Wir wollen Kräfte sammeln für die nächste Aufgabe. Es gibt ja dieses Sprichwort, wer rastet, der rostet. Vielleicht haben manche Leute genau davor Angst. Sie sind rastlos, weil sie damit hoffen, dem Rost zu entgehen. Aber ich glaube, da muss man andere Wege finden. Wobei ich heute einmal ein besonders drastisches Beispiel für Rost mitgebracht habe. Adrian und Manuel haben es gefilmt. Schauen Sie mal hier. Wir sind in Uyuni, Bolivien. 3 Kilometer entfernt von der kleinen Stadt Uyuni liegt ein Eisenbahnfriedhof. Mitten in der Wüste findet man diesen Zugfriedhof. Viele Lokomotiven und Waggons stehen hier aneinandergereiht auf dem Abstellgleis, seit 20 Jahren verlassen. Sie rosten vor sich hin, keiner braucht sie mehr. Früher war diese Region mit ihrer Verkehrsanbindung sehr wichtig, weil es nur mit der Eisenbahn möglich war, die Mineralien, das Gold und das Salz abzutransportieren. Die größte Salzwüste der Welt liegt nur 20 Kilometer entfernt von diesem Friedhof. Diese Züge fuhren früher regelmäßig und haben eine wichtige Rolle in der bolivianischen Wirtschaft gespielt. Aber nun Stille. Der Wind pfeift durch die leeren Führerstände der Lokomotiven. Nach und nach versinkt alles im Sand der Geschichte. Die Industrialisierung und das Wachstum von anderen Regionen sind nur einige Gründe, warum keiner mehr die Züge braucht. Heute stehen die Waggons und Lokomotiven als schönes Industriemuseum in der Landschaft, das keiner pflegt. Das Ganze hat etwas Skurriles, wie aus einem etwas abseitigen Film. Das macht die Stelle zu einem der beliebtesten Orte der Region. Mancher empfindet dieses Bild vielleicht als gute Illustration seiner persönlichen Lage. Alles ist verlassen, man wird nicht mehr gebraucht, keine Kraft mehr. Alles ist düster, wie die Waggons, die allein in der Wüste zurückgeblieben sind. Und was einst kräftige Maschinen waren mit viel Power, sind heute rostige Lokomotiven, die keinen müden Wagen mehr auf den Schienen voranbringen. Ein hoffnungsloses Leben? Nein, hier endet das Bild. Denn es gibt einen Ausweg, es gibt Hoffnung. In den Psalmen lesen wir, nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Erlauben Sie, dass ich nun ein kurzes Gebet spreche. Lieber Gott, manchmal fühlen wir uns müde und abgeschlagen, fast so wie diese Züge dort in der Wüste. Es verlässt uns der Mut. Danke, lieber Gott, dass du da bist, dass du uns auffängst, neue Kraft schenken möchtest, auch durch den Ruhetag, den wir jetzt begehen dürfen. Danke dafür. Amen. Ich hoffe, ich habe Sie mit diesen Bildern nicht deprimiert. Ja, auch die Vergänglichkeit ist Teil unseres Lebens, so unangenehm wie das ist. Unser Leben hat Grenzen, das stimmt. Aber ich muss auch sagen, dass ich gerade die Menschen bewundere, die trotz teilweise enormer Schwierigkeiten ihren Mut nicht verlieren, weiterkämpfen, nochmal einen Versuch machen, wieder einen kleinen Schritt unternehmen. Und schließlich haben wir noch Gott. Er räumt die Probleme zwar nicht einfach beiseite, aber er steht uns bei. Und schließlich hat so ein Eisenbahnfriedhof auch etwas Gutes. Er erinnert an die guten Zeiten, wo alles noch ging und funktionierte. Und wer möchte die Erinnerungen an gute und schöne Zeiten missen?
Manchmal ist es hilfreich, sich genau solche Erinnerungen ins Bewusstsein zu holen, damit man wieder weiß, es gibt auch andere Zeiten, wo es gut war. Die sollte man nicht streichen, nur weil es jetzt vielleicht anders ist. Nein, richten wir uns an den guten, schönen Erinnerungen auf. Freuen wir uns an dem Schönen, das wir schon erlebt haben. Wenn Sie jetzt als Familie zusammen sind, dann könnte jetzt jeder mal in sein Zimmer oder an seinen Schrank gehen und etwas hervorsuchen, das ihn an ein schönes Erlebnis erinnert. Bei den Eltern kann das etwas von ganz früher sein, eine gepresste Blume, ein Foto, ein Abzeichen, wer weiß. Und bestimmt finden auch die Kinder ein Andenken an einen schönen Ausflug oder Urlaub. Und dann erzählt jeder, an welche schöne Erfahrung ihn dies oder jenes erinnert. Schauen Sie, ich habe auch ein paar Sachen mitgebracht. Und wenn Sie heute Abend alleine sind, dann können Sie das ja genauso machen. Suchen Sie sich etwas heraus, das Ihnen angenehme Erinnerungen bringt. Sie werden merken, dass das Leben dadurch ein wenig heller wird. Das muss einfach ein schöner Abend werden. Was habe ich hier? Hier habe ich eine Orwo-Tonbandkassette. Kennen Sie sowas überhaupt noch? Das ist so ein kleines Ding, da läuft drin ein Tonband, mit dem man früher Musik und Sprache aufgezeichnet hat. Gibt es heute kaum noch. Und dann habe ich bei mir gefunden eine Mausefalle. Weil bei uns früher gab es immer mal wieder Mäuse und man brauchte so eine Falle. Und die geht, Achtung, sehr schnell und naja, leider auch sehr schmerzhaft zu. Ups. Ja, und dann habe ich einen Kalender mitgebracht. Ein Kalender von 1989 ist für mich ein geschichtsträchtiges Jahr und darum habe ich mir den aufgehoben. Was ich sogar noch habe, ist eine Mitgliedskarte von der Konsumgenossenschaft. Manche wissen damit, was anzufangen. Das ist so eine Art Vorläufersystem vom heutigen Payback. Da musste man damals Marken sammeln, die den Umsatz zeigten und die klebte man in ein Heft und am Jahresende kriegte man ein kleines bisschen ab von dem Gewinn, den die Konsumgenossenschaft gemacht hatte. Ich habe sogar, da muss ich echt lächeln, in meinem Schrank gefunden, den Befähigungsnachweis zur Vorführung von 16 mm Schmalfilmgeräten, ausgestellt vom Ministerium für Volksbildung. Da war ich noch jung und hübsch. Heute bin ich nur noch jung. Nein, hübsch. Sowas brauchte man damals. Ein Rechenschieber, Vorläufer des heutigen Taschenrechners. Ich kann Ihnen jetzt in der Sendung nicht im Einzelnen zeigen, wie das funktioniert, aber ein bisschen kann ich es noch. Und ich habe auch mitgebracht eine Diskette. So haben wir früher mit Computern gearbeitet. Diese kleine. Davor gab es die große. 5¼ Zoll. Holt die mal raus aus der Tüte. Ja, und nicht zu vergessen, meine schöne Tischtenniskelle. Die habe ich noch aus der Zeit mitgebracht, aufbewahrt, wo es noch ein bisschen sportlicher zuging. Ja, so werden Sie auch manches finden. Ich finde, es ist mal ein schöner Anlass, sich an solche Dinge zu erinnern. Und ich wünsche Ihnen viel Freude damit und wünsche Ihnen einen gesegneten Sabbat.